Reicher Schwärmte nicht. Liebste Mia, lass mich bei dir sein und neben dir sitzen bei Tisch deine zärtliche kleine Josie. Du bist ja du. Was hat denn da dein Zettel? Nicht. Zeig mal her. Na, wird's bald? Wie lange soll ich noch warten? Ich will von euren Dummheiten nichts wissen. Tragt das in den Papierkorb und merkt euch eins für alle Mal. Dieses Briefeschreiben ist streng verboten. Danke. Was war denn das? Du, das war eben furchtbar anständig von Freund von Bernburg. Ja, aber so ist sie. Furchtbar anständig. Ich versuche den Kindern Freund und Kamerad zu sein. Gleich auf gleich. Warum nicht? Wollen Sie der Autorität bewahren? Sie sind Vorgesetzte. Abstand müssen Sie halten. Man muss den Ehrgeiz der Kinder in geistigen Dingen zu wecken verstehen. Ausgezeichnet, Fräulein von Hartung. Wir müssen den Kindern das Elternhaus ersetzen. Die Mutter. Hier ist ein Gemeinwesen. Wahlverwandtschaften sind hier nicht an Platz. Das führt zu Wärmerei. Immer die Liebe. Disziplin. Die Hauptsache. Die deutschen Klassiker müssen geblinkt werden. Oder von Bernburg. Es ist mir längst aufgefallen, dass Sie merkwürdig wenig Tagesfrische erteilen. Ich habe es nicht nötig, die Kinder zu bestrafen. Sie gehorchen mir auch zu und lernen gut. So. Und Manuela von Meinhardt? Ja, ja, das Kind lernt schlecht. Aber das wird sich ändern. Pour moi, je la trouve charmante, la petite. Wirklich. Und bei mir, sie lernt großartig. Oh, Manuela, so ladylike. Sie lernen ausgezeichnet. Auch für meine Stunden ist sie immer präpariert, besser als die anderen. Es hat sich bis jetzt, man zwingt mich leider selbst zu sagen, an jedem Jahresende gezeigt, dass meine Lehrresultate gut waren. Ja, überdurchschnitt gut. Ja, ja, das wissen wir ja. Erkennen wir ja auch an. Aber bitte versuchen Sie hier nicht eine Extrastellung anzustreben. Das liegt mir durchaus fern. Die Kinder müssen uns vertrauen. Bei seinem Schwiegervater Laban. Er wollte nun zurück mit seinen Frauen, der Rahel, der Lea, den Kindern, in seine Heimatstadt Kanaan. Wer erzählt mir die Geschichte? Marie. Und Jakob hob die Augen auf und sah, dass der Esau kam. Es war nämlich sein Bruder. Und da nahm er seine vielen Frauen. Und sie, die am schönsten war, und das war die Rahel mit dem kleinen Josef und dem kleinen Benjamin, die stellt er ganz nach hinten hin. Warum denn gerade nicht? Weil er doch Angst vor ihm hatte. Er hat doch mal dem Esau das Hinsegericht weggegessen und er wusste nicht, ob er ihm das noch füllt. Hilfe. Und die Hammel, die stellt er ganz nach vorn. Hoch zu Rotz kam dann der Esau. Und war fürchterlich nett und umarmte ihn. Da traute sich der Jakob nach vorn und war sehr froh. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Gut, na, und wie ist unsere Arbeit für heute? Eben da. Erst erzählt. Oh, dass ich 1000 Zungen hätte und einen 1000-fachen Mund. Dann stimmt ich damit um die Wette aus allertiefstem Herzensgrund ein Loblied nach dem anderen an. Von dem, was Gott an mir getan hat. Gut, sitz. Manuela? Weiter hier. Oh,
dass mein Stimm erfaulte. Wieder nichts gelernt.